Zur goldenen Krönung reichte es zwar nicht, doch die Auftritte der Südtiroler Junioren-Skifahrer bei den nationalen Titelkämpfen in Pozza können sich sehen lassen. Gleich 5 Medaillen holten sie bei der Italienmeisterschaft in den technischen Disziplinen auf der sehr anspruchsvollen Alochpiste. Und das mit 5 verschiedenen Athleten. Hannes Zingerl und Sabine Krautgasser gewannen Silber, Florian Schieder, Verena Gastlitter und Vera Tschurtschenthaler Bronze. Er schrammte hingegen knapp am Podest vorbei. Simon Mauerberger war vielleicht die größte Südtiroler Hoffnung bei den Rennen im Fassertal, musste sich aber im Riesentorlauf mit dem 4. Platz und dem Slalom mit Rang 5 begnügen. Und meine Ziele habe ich schon erreicht und da mache ich mir jetzt nicht raus, wenn ich zweimal vom Podest herunter bin. Das größte Ziel ist gewesen, den ersten 7 in Europacup Ende von der Saison zu sein. Habe nicht erreicht. Jetzt bin ich 5. Leider nicht den Fixplatz gemacht, aber ich bin schon recht zufrieden. Der 21-jährige Arntaler ist der Aufsteiger des Jahres. Mauerberger hat sich im Weltcup etabliert, holte heuer in Val d'Isère seine ersten Weltcup-Punkte und feierte in Folgeria vor 2 Monaten auch seinen ersten Europacup-Sieg. Und fast wäre er in Sochi noch Junioren-Weltmeister im Riesentorlauf geworden, schied dann aber nach überlegener Bestzeit im ersten Lauf aus. Für Mauerberger sprang in Pozza der Gardataler Hannes Zingerle ein. Im Riesentorlauf musste er sich nach einer unglaublichen Aufholjagd im 2. Durchgang nur Lokalmatador Federico Liberatore geschlagen geben. Im Slalom lag er nach dem ersten Lauf auf Rang 4 und somit wieder voll auf Medaillenkurs, schied dann aber wie so oft in diesem Winter aus. Slalom ist jetzt nicht meine Favoritendisziplin, aber der erste Lauf war ganz gut. Ich war mit der ersten dabei, ich glaube 700stel vom Podest weg. Und dann im 2. Lauf habe ich wieder probiert, voll zu attackieren. Manchmal geht es auf, manchmal nicht. Und heute habe ich leider reingefallen. Ein paar Rennen waren ganz gut. Nachher wieder mittendrin ein paar Ausfälle. Das ist halt allem ein bisschen mein Problem, dass ich oft ausscheide. Und hell bringt es nachher ein bisschen manchmal eine Unsicherheit mit dazu. Aber nachher, bald wieder anfängt zu laufen, dann passt schon. Der 20-jährige Gardataler kam heuer im Europacup 2-mal in die Top 30. Im nächsten Jahr möchte er konstanter fahren und er hat einen Traum, beim Weltcup auf der Gran Risa zu starten. Ja, er war sicher ein Ziel, selber dabei zu sein. Er war ganz etwas Schönes. Hinter Zingerle holte im Riesentorlauf der Kasselrutter Florian Schieder Bronze. Aus Südtiroler Sicht besonders erfreulich ist das Abschneiden von U18-Landesmeister und Vize-Italienmeister Alex Finazza. Der erst 16-jährige Wolkensteiner belegte nun auch bei den Junioren sowohl im Riesentorlauf als auch im Slalom den ausgezeichneten 6. Platz. Top 10, das war schon ein Ziel bei die Giovanni, weil der ist echt schon ein Stück besser wie die Aspiranti und jetzt Top 10-Platzierung bin ich ziemlich zufrieden. Finazza wurde als bester U18-Fahrer der Titelkämpfe ausgezeichnet. Damit krönte er eine herausragende, aber auch kräftezehrende Saison. Mittlerweile bin ich schon ziemlich müde vor der Saison. Jetzt kann es ja bald einmal aufhören. Die Titel bei den Männern holten in Pozza übrigens Tommaso Sala im Slalom und der Fasano Federico Liberatore im Riesentorlauf, der im Slalom auch noch 2. wurde. 49,27. Grande Federico. Einen Trentino-Sieg gab es auch im Riesentorlauf der Damen. Laura Pirovano setzte sich vor Carlotta Saracco und Verena Gaslitter durch. Im Slalom war die Kasselrutterin nicht mehr am Start. Trotzdem reichte es zu 2 Südtiroler Medaillen in einem Rennen, das von Ausfällen geprägt war. Von den insgesamt 84 Teilnehmerinnen kam auf der sehr steilen, eisigen Piste gerade mal 16 ins Ziel. Es ist nicht ein leichter Hang, es ist für Buben schon schwach und für Gitschen ist es am Limit, sagen wir. Und dann war auch relativ eisig und es war nicht leicht, aber ich sage mal, auf den Pisten sieht man, wer fährt, technisch gut drauf ist und man sieht, es sind alle relativ die gleichen vor und durch das gehört sich an, zu, dass viele Ausfälle sind, das kann passieren.
Sabine Krautkasser kam mit der Piste gut zurecht. Die 19-Jährige aus Indischen lag nach dem ersten Lauf auf Platz 4. Im zweiten Durchgang machte sie einige kleine Fehler. Im Ziel reichte es nur zur zweiten Zeit hinter Giulia Lorini aus Como. Dabei blieb es aber, denn anschließend fielen Lara Della Mea, Lucrezia Lorenzi und Carlotta Saracco, die im ersten Lauf noch vor ihr lagen, alle aus. Ich bin Vierte auch gekommen, als Vierte. Nachher in zwei Ausschein gezeichnet und gesagt, es wird schwierig, aber sag mal so, es hat auch mitgespielt und die ersten Reisen aus und jetzt ist der zweite Platz rausgeschaut. Ich habe nicht erwartet und bin super zufrieden. Für Sabine Krautkasser ist es bereits die dritte Silbermedaille in Folge. Ja, es ist jetzt schon das dritte Jahr hintereinander mittlerweile, aber ich sage allem, letzter war die Vierte zu werden als Zweite. Mit ihrer Saison ist sie nicht ganz zufrieden. Nur einmal fuhr sie in diesem Winter im Europacup in die Punkteränge. Das will sie im nächsten Jahr besser machen. An einen Weltcup-Einsatz denkt sie aber noch nicht. Hinter der Innicherin Sabine Krautkasser holte Vera Tschurtschenthaler aus 6. Bronze. Ein wichtiges Podest, mit dem sie hofft, den Sprung in die Nationalmannschaft zu schaffen. Ich war heute schon gut auch in Slalom, aber ich war vorhin wirklich brutal aufgeregt, weil es ja für die Klassifika Giovanni zählt. Und jetzt bin ich schon im zweiten Lauf so schon ein bisschen verhaut. Und mein Sam hergeht mich schon, aber mit dem Ergebnis bin ich wirklich zufrieden. Ja. Nächste Woche am Mittwoch wird Vera Tschurtschenthaler 19. Heuer startete sie 6-mal im Europacup, kam in Zinal in der Schweiz auch einmal in die Top 30, kann also mit ihrer Saison durchaus zufrieden sein. Ich bin am Anfang ganz gut gestartet und mich voll gut gefühlt. Wir sind von Norwegen zurückgekommen und da habe ich wirklich gut gefühlt. Und dann habe ich ein bisschen zu viel getan, zu viel Training und ein bisschen zu viel rein. Und dann bin ich ein bisschen hingebrochen, bin einfach müde geworden. Und dann habe ich mich ein bisschen erholen und jetzt geht es langsam wieder. Ein bisschen besser, ja. Aber die Saison ist schon voll gut gegangen und voll zufrieden, ja. Im Slalom ging übrigens auch außer Konkurrenz Lokalmatadorin Chiara Costazza an den Start. Die 31-Jährige kam bisher in ihrer Karriere auf 111 Weltcup-Einsätze, gewann einmal in Linz auch einen Weltcup-Slalom. In Pozza führte sie nach dem ersten Lauf, fiel dann aber im zweiten aus.